Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris, ihr Lieben. Und jo, willkommen hier zurück zur Vereinigten Stellaren Republik. Jo, wir haben so ein bisschen Ressourcenprobleme. Ja, unsere Konsumgüter gehen zurück. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir denn nicht irgendwie imstande sind, das zu lösen. Sieht nicht so danach aus. Also wir müssen irgendwie mehr Credits rankriegen. Das Jupiter-Habitat soll ja so ein Generatoren-Habitat werden. Ich brauche hier aber auch Wohnraum. Irgendwie funktioniert das nicht so. Irgendwie klappt das nicht. Wie gehen wir damit um? Wir können ja irgendwie hier noch nicht so eine Wohnsachen bauen. Deswegen würde ich hier mal sagen, dass wir erstmal ein Wohnungsdistrikt bauen. Es hilft nichts. Wir müssen da durch. Hier haben wir so eine Bergbauwelt. Da wollte ich jetzt auch so ein bisschen switchen. So, dass das hier so ein bisschen, dass hier ein bisschen mehr reinkommt, ja. Aber wir haben hier halt auch andere Probleme, ne? Also, ja, wie wir damit umgehen, eine gute Frage. Echt eine gute Frage. Regierung will ich eigentlich nicht runterschrauben. Immer bei den Energiecredits mal weitermachen. Also wir ersetzen das hier mal. Bei dem Bergbaudistrikt. Und ja, diese Probleme haben wir jetzt, ne? Jo, alles klar, ey. Abreißen. Das wird noch interessant. Eine Arbeitslosigkeit. Dolok ist eigentlich prädestiniert für Forschung. Wir werden hier aber erstmal einen Stadtdistrikt bauen. Und ja, wir schauen mal. Wir lassen es mal weiterlaufen. Und müssen uns hier echt was überlegen. Jetzt auch keine weitere Flotte. Keine weitere Flotte bauen. Ich werde die vierte Flotte allerdings. Ja, die kann eigentlich geupgradet werden. Können wir uns momentan nicht leisten. Ja. Müssen wir schauen. Ressourcen sind echt so ein Issue gerade. Ressourcen sind echt ein Issue. Die Mekong-Klasse, die könnte ja mal hier... Warum können wir hier keine Forschungsstation bauen? Dunkle Materiekondensation. Ach so, die brauchen wir nochmal. Jetzt mal. Okay, interessant. Dann machen wir hier weiter. Ja. Ich beobachte das hier jetzt da, ja, mit großer Sorge. Ja, das nimmt jetzt auch ab. Klar. Ja. Das wird noch spannend. Kann ich irgendwie Erlasse machen? Wo weniger konsumiert wird. Irgendwas hatten wir. Bildungs-Recycling-Kampagne. Ach. Ja. Das haben wir ganz verpennt. Ja, 70. Okay. Ah. Oh. Was ist hier jetzt los? Wir sind ja Besatzungsquartiere. Ah, die Erlasse. Oh. Nee.
Das nehmen wir mal raus. Können wir uns nicht leisten. Ja, ärgerlich. Ist echt ärgerlich. Beim Aufstiegsvorteil wollte ich nochmal gucken, ihr Lieben. Deswegen pause ich mal ganz kurz und schaue mir mal an, was da zur Verfügung stand. Momentan können wir das nicht weiter fortführen. Ja, ich pausiere mal ganz kurz und dann geht's gleich weiter. So, ich habe nochmal geguckt. Alles, was ich eigentlich so für mich in Frage kommt, da müssen wir nochmal für forschen. Deswegen kommt das erstmal noch nicht in Frage. Und wir lassen weiterlaufen, ihr Lieben. Es geht weiter. Probleme hier mit der Wirtschaft. Wie kommen wir damit zurecht? Da müssen wir echt gucken. Wir haben von nichts Überschuss. Vielleicht lässt man das echt mit den Grenzbefestigungen, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wir werden so eine Spezialisierung mal erstmal lassen und werden bauen, was notwendig ist. Wobei, Moment mal, ich muss mal, während wir versuchen, das Problem zu lösen, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir uns spezialisieren. Also, im Erdesektor. Also ich will mal jetzt mal bei den Habitaten gucken, ja? So, das Jupiter-Habitat wird ein Stromerzeugungshabitat sein. So, dann. Das Saturn-Habitat hatte ja keine Ressourcen. Hier werde ich eine Fabrikwelt draus machen. So, Konsumgüter. Riesenproblem. So, müssen wir irgendwie klären. Das könnte im Saturn-Habitat gemacht werden. So, wäre mal so eine Idee. So, beim Venus-Habitat, da wollte ich ja so ein bisschen auf Forschung gehen. Ja, so. Das passt dann auch. So, hier soll geforscht werden. Alles Roger. Sind wir d'accord. Dann, Mercury-Habitat soll auch Energie herstellen. Und das Jupiter-Habitat auch. So, wird sehr interessant, ihr Lieben. Ihr seht es. So, dann. Die Erde ist unsere Hauptstadt. Da will ich mal gucken. Wir können wieder das Relikt aktivieren. Was los? Was los? Okay, ich weiß, was los ist. Markt. Es wird echt schwierig. Ich verkauf hier mal von ein bisschen und kauf mal. Das ist. Alter, wie soll das gehen? Ich hoffe mal, das geht weg. Also Konsumgüter. Konsumgüter sind ein Issue. Konsumgüter sind ein Issue. So. Wir haben uns ja jetzt echt nur sehr wenig Zeit gekauft. Alter, Leute, wie kriegen wir das gebacken? Kann ich die Industrie umstellen? Erlasse, Richtlinien. Handelspolitik. Wohlstand, ja, verbraucherorientiert müssen wir machen. Construction completed. Wir müssen hier irgendwie weiter vorankommen. OSS Mekong hat hier alles gebaut. Wir müssen hier nochmal warten. Was heißt das für uns? Our station is under assault. Was war das? Piraten gesichtet? Ah. Der Shit hier. Oh, ey, Alter. Ja, wir müssen
Wir müssen hier umswitchen. Um hier gegen die Piraterie. Warum ist da Piraterie eigentlich? Hä? Weil es umgeleitet wurde? So, wir müssen umswitchen. Hilft nichts. Und zwar, wenn wir Folgendes tun, wir werden mal, wie stark ist die Piratenflotte da? 671. 1600. So. Die dritte Flotte muss hin. Es hilft nichts. Und wir werden mal... Wo ist die dritte Flotte? Die dritte Flotte soll mal anders fliegen. Die soll mal... diesen Weg nehmen. So. Das muss geklärt werden. Dann... Ja, jetzt haben wir kein Problem, ne, mit Konsumgütern. Das müssen wir erstmal so lassen. Und wir müssen uns um dieses Problem kümmern. So, es hilft nichts. Aber ein bisschen schneller laufen. Gouverneur Mara... Oh, ein Gouverneur hat Kontakte zum organisierten Kriminalität. Das können wir nicht dulden. Welcher davon ist es? Wo kann ich das nochmal sehen? Das ist, Gouverneur... Jetzt habe ich es natürlich weggeklickt. Ach, das konnten wir lösen. Ach. Ja, dann. Nein, ne? Dann mal zurück. Ja, das hat echt irritiert. Warum ist da so denn die Piraterie so ein Issue? Das muss gelöst werden. Deswegen bauen wir hier mal die Verteidigung auf und hoffen mal, dass es was bringt. Ansonsten. Zeitkritisches Projekt, das lassen wir jetzt mal. Wir haben andere Sorgen. Ja, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen die Legierung hinkriegen, dann passt das. Dann bin ich da echt optimistisch. Und ja, wir müssen echt mal schauen, dass wir hier vorankommen. Ibloranda. Ist eine Raffineriewelt, ja. Wie sieht's mit den Ressourcen eigentlich aus? Das sieht alles gut aus. Ich habe hier die Befürchtung, dass das hier irgendwann nicht reicht mit dem Krams hier. Dienstleistungen fehlen. Gesperrter Gebäudeplatz. Wann kriegen wir einen neuen Gebäudeplatz hier? Weiß ich nicht. Was kostet uns das? Einigkeit. Aha. Ich mach das mal. Auswirkung des Planetenfokus. Kann ich auf dem Markt auch irgendwie sowas verkaufen? Ja, kann ich machen, ne? Das werde ich nutzen. Also, das ist eigentlich gut. Also, Ibloranda ist ja eine Raffineriewelt. Deswegen Aufstiegsstufe 1. Das ist gut. Niedrige Stabilität wo in Glorg? Was ist hier los? Kriminalität, ne? Das müssen wir bekämpfen irgendwie. Dann machen wir mal einmal das hier.
ersetzen durch ein Holotheater vielleicht. Wir müssen jetzt mal gucken. Schauen wir uns mal an. So, Ibloranda, ja, ganz ehrlich, es fehlt momentan so ein bisschen, es fehlen so ein bisschen die Legierung, ne? Also brauche ich mal einen Industriedistrikt. Machen wir mal so. Ja, was für eine Herausforderung, ihr Lieben. Echt viel zu tun. Also hier bin ich mal gespannt. In Clork. Da müssen wir echt tätig werden. Ja, so Ressourcenknappheit schränkt einen doch schon ein. Und dieser Erlass hat uns so ein bisschen den Arsch gerettet, habe ich das Gefühl. Senatsbeschluss, jo, das sehen wir dann. Construction completed. Glorisco Blue. Wie sieht es jetzt aus? Sternbasis. Nee, wir müssen, glaube ich, noch mal einen Monat vergehen lassen. Dann sehe ich auch, was hier los ist. Kommt das da an? Grundschutz? Nein, kommt da noch nicht an. Hier kommt es auch nicht an. Deswegen, wir müssen. Und ich sehe gerade, das bedeutet für uns eigentlich, dass wir, ja, die Flotte verkleinern müssen. Eigentlich ärgerlich. Eine Raketenbatterie. Hier muss man das eigentlich gar nicht machen. Deswegen werde ich mal als Ersatz hier einen Ankerplatz machen. Damit wir die Flotte nicht verkleinern müssen. So. Jo, alles schwierig. Alles schwierig. Alles schwierig. Wir müssen halt gucken, Bevölkerung ist schon sehr hoch. Wie sieht eigentlich unser Vergleich aus, gerade so im Reich? Alter, wir gelten als stärkstes Mitglied, ne? Präsidial. A new world has been colonized. Irgendjemand ist gestorben. Gouverneur. Ein Gouverneur war doch hier korrupt. Er hier. Erdesektor. Der wird abberufen. Planetensektoren. Erde brauchen wir 9. Forschung. Ja, wir nehmen mal einen Gouverneur für die Forschung. Dann muss noch der hier ersetzt werden. Der Korrupte. Welcher war das nochmal? Das sehe ich hier bei den Anführern. Der Korrupte ist Marotau Nanami. Marotau Nanami, okay. Er wird entlassen. Dann Natigir kriegt jemanden. Ja, Forschung ist immer gut. Nehmen wir mal. Ja, Saturn-Habitat, ihr Lieben. Saturn-Habitat wird ja so eine Fabrikwelt. So, bevor das aber losgehen kann, werden wir erstmal ein Holotheater errichten. Und ja, ich werde den Saturn-Habitat werde ich schon mal ja, ich frage mich gerade, was daraus werden soll, ne?
Sollen wir daraus irgendwie ein... Was sollen wir daraus nehmen? Ich glaube, ich mache mal daraus ein Legierungshabitat. Gießereistation. So, das wird eine Gießereistation. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht ist so ein Holotheater auch too much. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Weiter geht's. Uiuiui, Nahrung muss auch noch bedacht werden. Alles schwierig. Niedrige Stabilität, wo ist das? Ist in Clork immer noch, ne? Alter. Na, die Zufriedenheit leidet sehr darunter. Construction completed. Irgendwas wurde jetzt gebaut. Ach ja, die Piraterie-Geschichte müssen wir uns angucken. Jetzt scheint das okay zu sein, ne? Jetzt habe ich nirgendwo irgendwelche Issues. Das, hier haben wir noch Issues. Alter, was ist denn hier los, ey? Was ist denn da los? Soll ich nochmal einen Ebermarkus nochmal einen drauflegen? Eieiei, Alter. Das ist doch hier der Wahnsinn. Uf, Heron. Ja, dann... Ja, dann machen wir das mal mit Uf, Heron. Aber das ist echt krass, was hier so durchfließt, ne? Hm. Wert der Handels 449. Alter Verwalter. Das ist echt krass. Ja. Ich glaube, ich muss mal die Werft verlegen. Die Werft wird verlegt nach... 1, 2... Ja, nach Riak, ne? Nach Riak wird mal die Werft verlegt. Ersetzen. Ne, Moment, hier. Ersetzen. Also hier kommt die Schiffswerft hin. Und dann werde ich hier natürlich auch Besatzungsquartiere setzen. Und, Lotte 4 fliegt dann auch nach Riak. Und hier wird keine Flotte mehr stationiert sein, sondern hier kommt dann nochmal ja, so ein System hin. Transithafen. Ich brauche hier dann keine Besatzungsquartiere. Ich werde hier dann also eine Weltraumhandel. So. Wir könnten, ja, wir könnten Hydrokulturen bauen, ne? Kooperative Forschung plus 5%. Galaktische Ambition. Basis 1. Aha. Ökosimulation. Wir könnten hier auch Nahrung anbauen, ne? Wenn das schon geht. Ich glaube, das machen wir. Wir werden hier Nahrung anbauen. Aber erst wird hier mal, ja, nochmal so eine Geschützbatterie hingestellt. Und dann bauen wir hier mal Nahrung an. So, perfekt. Ihr Lieben. Ja, so langsam, jo, ist die Hoffnung wieder da, dass es was wird, muss ich sagen. Aber hier, das ist echt schwierig.
So, Uranus Habitat ist vollständig und kann kolonisiert werden. Okay, darauf müssen wir jetzt kurz warten. Nach dem Uranus Habitat kommt dann natürlich unser Neptun Habitat später. In Orbit einfliegen. Krass, ne? Also wie besiedelt eigentlich hier das Sonnensystem mittlerweile ist, ihr Lieben? Schaut euch das mal an. Also, wenn man hier die ganzen Bedienfelder und so wegnimmt, sieht man mittlerweile echt so überall so unsere Spuren. Das gefällt mir. Und ich sehe auch gerade, wir sind an einem Staffelende, ihr Lieben. Ja, viel zu organisieren. Reinkommen, viel Micromanagement. Ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen abgeben soll. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber bis jetzt geht das noch. Und ja, ich verabschiede euch dann. Und in der nächsten Staffel sehen wir uns weiter. Ich gucke gerade mal. Ich kündige es immer wieder an, weil es sein könnte. Aber bin da jetzt mittlerweile so ein bisschen vorsichtig damit. Es könnte sein, dass wir uns Sonntagabend vielleicht nochmal hier im Stream sehen bei Stellaris. Falls nicht, nächste Woche Samstag geht es dann weiter hier in der Vereinigten Stellaren Republik. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.